Während die meisten Urlauber gegen 14 Uhr die frische Ostseeluft genießen, wirbeln in der Küche des Grand Hotels Heiligendamm schon die Sterneköche. Hendrik Otto bereitet isländischen Lachs vor, sonst bekocht er die Gäste im Berliner Hotel Adlon. Wir hatten die Queen zu Gast, wo wir natürlich separat Gerichte gekocht haben, unser Rezept gemacht haben. Perlhuhn Royal zum Beispiel, erinnere ich mich. Wir hatten zuletzt Obama und Frau Merkel da, wo wir Sachen speziell für sie kreiert haben. Und klar verbindet man ganz viele Sachen dabei oder das schwedische Königshaus. Es gibt immer Sachen, wo ich sofort weiß, okay, das haben die gegessen oder wie auch immer. Es ist schon was Besonderes. Besonders beim Gourmetpreis. 5 Spitzenköche kochen gemeinsam für fast 200 Gäste. Oftmals ist es so, viele Köche verderben den Brei. Bei uns ist es ganz im Gegenteil gar nicht so. Wir kochen miteinander, jede Hand wird gebraucht. Und es ist immer auch schön, auch für die Gäste draußen, die unterschiedlichen Stile des einzelnen Koches an diesem Abend zu sehen. Thomas Bühner aus Osnabrück, einer der ganz wenigen 3-Sterne-Köche, ist für den 2. Gang verantwortlich. Tim, kommst du mal mit? Johannes? Wir machen einen Kabeljau mit einem australischen Wagyu in einem Safransud. Der Ablauf minutiös geplant. Kurz vor 7 Einlass. Punkt 19.25 Uhr kommt der erste Gang auf den Tisch. Hummer in Vanilleöl gebraten an Kürbiscreme mit Kokosmilch. Ronny Siebert ist in dieser Küche zu Hause, eigentlich erst für den Hauptgang verantwortlich. Ja, weil das bei uns ein kollegiales Miteinander ist. Jeder muss bei jedem mithelfen, sonst geht's gar nicht. Ne? 185 Gerichte gehen jetzt gleichzeitig raus. Hendrik Otto kostet den Hummer des Kollegen. Mega gut. Schön cremig. Sehr elegant. So, alle Mann ran, bitte. Der 2. Gang von 3-Sterne-Koch Thomas Bühler ist jetzt dran. Mehr als 2 Dutzend Servicemitarbeiter sorgen dafür, dass das Essen zügig und wohltemperiert bei den Gästen landet. Wir erleben ja hier im Moment Dinge, die man für die meisten Gäste hier zum ersten Mal so in der Form probiert. Das ist fantastisch. 20.40 Uhr, nur noch 3 Minuten Zeit für Hendrik Otto. Wie viele Hände brauchen wir jetzt? Bitte jetzt nicht ansprechen, muss mich konzentrieren. Okay, frisch und auf den Punkt gegart soll der Lachs sein. Garniert unter anderem mit Kornblumenblüten, Rapssaat, Amaranth, Honig und Pfeffer. Tim! Nach 10 Minuten steht Menügang 3 vor jedem Gast. In der Küche kurze Verschnaufpause. Sehr gut. Ich bin happy. Haben Sie super gemacht. Super Mannschaft. Vielen Dank. Ich dafür, du. 22.15 Uhr. Laut Plan hätte Hausherr Ronny Siebert noch 20 Minuten Zeit, bis sein Hauptgang dran ist. Aber die Gäste sind diesmal schneller. Hendrik Otto aus dem Adlon hilft. Hendrik, wie ist das Fleisch? Also, ich mache mir ein bisschen Söschen. Wieso? Ich, wow. Nicht, ist zu roh, oder? Ja, aber du wirst das wissen. So, probier. Ja, super. Schrecksekunde für den besten Koch Mecklenburg-Vorpommerns. Aber auch sein Hauptgang kommt bei den Gästen gut an. Am Ende des Abends wird Ronny Siebert aus dem Grand Hotel Heiligendamm mit dem Gourmetpreis 2018 geehrt. Zum 9. Mal in Folge. Danach warten auf die Gäste noch ein Dessertbuffet und Tanzmusik.